Hallo everyone, ich schreibe heute meine letzte Mathe-ZP und ich vlogge meinen Morgen und was ich danach mache. What a beautiful day. Also meine Klamotten sind hier schon rausgelegt und ich mache jetzt mal fertig. Zwei Äpfel, weil ich während der ZP10 so aufgeregt bin und dann esse ich ganz viele. Und dann brauche ich ganz viele kleine Sachen, deshalb nehme ich so ein Brötchen mit und ansonsten zwei Äpfel und ganz viele Salzstangen klein geschnitten. Mal sehen, was ich mir zum Frühstück mache. Vielleicht ein Pink Smoothie mit Haferflocken. Und für alle, die nicht wissen, was eine zentrale Prüfung ist, die schreibt man in Mathe, Englisch und Deutsch. Und die zählen die Hälfte der Ganzjahresnote. Da wird von den Lehrern viel zu viel Druck draus gemacht, also ich habe immer noch Angst vor Mathe heute, also Respekt, sagen wir es so. Die anderen waren jetzt echt nicht so schlimm, das ist irgendwie wie eine normale Arbeit. Und ich sage meinen Freunden schon so seit den Osterferien, wenn wir die ZP10s geschrieben haben, dann mache ich das und das, dann können wir das und das machen. Dann kann ich endlich mal meinen Florida-Vlog zu Ende schneiden, weil ich bin so beschäftigt mit Lernen oder eher meistens auch mich davor zu drücken, dass ich nicht dazu gekommen bin, ein Video zu schneiden. Deshalb kommen jetzt noch Florida-Vlogs. Jetzt nur noch die Frage, was kommt da drauf? Noch eine halbe Avocado, aber die reicht nicht für das ganze Brötchen. Nein, falsch rum. Nein, 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 der Salzstreuer. Nein. Eigentlich würde ich da jetzt Salz drauf machen, Tomaten, und dann mache ich auf das andere Brot ein Piri. Aus. Hier ein Zettel mit Sachen, die ich auswendig kann muss, also sollte. Oh Gott, es ist komplett blauer Himmel und es werden heute 20 Grad. Also das ist mein Mathezettel, falls ihr... An sich kann ich halt alles, das sind halt nur Sachen, so zum Beispiel, wie man Geschwindigkeit berechnet oder wie man die Dichte berechnet oder so. Solche Sachen sind halt vorausgesetzt. Und ich habe jetzt auch bei Mathe, Englisch und Deutsch mich immer hier hingesetzt. Ich habe für Englisch habe ich zum Beispiel diese Blätter hier. Das ist der Aufbau von Texten. Da habe ich mir nochmal angeguckt und für Deutsch habe ich mir, glaube ich, auch Formulierungen oder so nochmal angeguckt. Also immer nochmal ein Merkblatt angeguckt, das ich mir gemacht habe. Ich wüsste nicht wirklich, welches T-Shirt ich anziehen soll, weil ich bei Arbeiten meistens eine Jacke und ein T-Shirt anziehe, damit, falls mir kalt ist oder warm ist, dass ich das ändern kann. Aber weil ich nicht wusste, welches ich anziehe und ich eins anziehen wollte, das ich super gerne mag, habe ich jetzt ein Sport-T-Shirt an. Meiner Meinung nach bringt sowas Glück, auch wenn es nicht wirklich tut, aber für meinen Kopf jedenfalls. Mittlerweile fährt Sarah echt gut Auto. Und jetzt höre ich Musik. Und zwar habe ich das jetzt jedes Mal davor gemacht. Und ich habe einfach meine Lieblingslieder angemacht mit einer Box und habe richtig laut mitgesungen. Ich kann gar nicht singen. Und getanzt. Das hat mir so voll die gute Laune gegeben. Dann war ich richtig motiviert. Also mache ich das jetzt. Und jetzt gehe ich auf dem Weg dahin, singe ich meistens noch weiter, dann setze ich mich zu meinen Freunden und dann werden wir abgeholt und dann haben wir die ZP10. Aber das kann ich leider nicht vloggen, weil wir unsere Handys nicht mit in den Raum nehmen dürfen, deshalb lasse ich mein Handy jetzt hier und gehe jetzt. Oh mein Gott, ich habe sie geschafft. Ich bin einfach fertig mit den fucking ZP10s und wir haben einfach jetzt schon seit einem Jahr oder so, wir mussten schon nach den Herbstferien anfangen dafür zu lernen. Und jetzt bin ich einfach fertig mit der Mathe-ZP und die ist so einfach gewesen. Die war einfach fast genauso wie die 2017er. Und ich habe die gestern gemacht, also kein Problem damit. Die Deutsch 18er ZP war genauso wie unsere, also genau gleich aufgebaut. Und das ist echt krass gewesen, dass ich die jeweils immer am Tag davor gemacht habe. Jetzt werde ich erstmal schlafen. Also ich bin jetzt wieder aufgewacht. Ich mache jetzt ein Brot mit Tuna
aus Belgien und gleich noch selbstgemachter Aprikosenmarmelade. Zwei leckerste Sachen, die man sich auf dem Brot schmieren kann. Ich habe so eine Serie, die ich gucken wollte, aber dann so dachte, wenn ich jetzt anfange, dann werde ich so addicted dazu und dann lerne ich nicht. Deshalb kann ich jetzt gucken. Ich habe jetzt gerade diese Box hier, weil eigentlich würde ich gerne DIY machen. Ich mache auch ein DIY-Video. Ich bin jedenfalls dabei. So Aesthetic DIYs. Ich war jetzt gerade nur auf Pinterest, aber ich habe noch nichts gefunden, was ich machen will. Ich gehe jetzt mit meiner Schwester einkaufen, weil meine Mutter wurde am Knie operiert und deshalb machen wir das jetzt. So, ich war jetzt bei der Post und da kommt meine Schwester. Oh, so criminal. Hast du alles gut geklappt? Die Mütter? Keine Ahnung, dieses, was wir immer in den Ofen tun. Das Fetakäsezeug. Ja, das. Hier ist es sogar im Angebot. Zwei, drei? Zwei. Aber nee. Die Hälfte dauert. Was? So wie als du meintest, der Himmel ist dreckig. So, nimm doch die Blonde. Wenn es da ist, ist sie. Falls du mir zu meinem Geburtstag einen Kuchen backst. Frisch. Warme Pflaumen. Streusel. Haben wir noch Eier? So, you're a tough girl. Like you really. Die sind noch warm. Ah, gezischte Potatoes. Wassermelone. Mal sehen, was Lara sagen wird, wenn ich Wassermelone habe. I just always so buff. Madame, warum schätzt du neben mir? Um das hier mal kurz zu bemerken, sie hier fährt einfach auf ein Billie Eilish Konzert, also was heißt Konzert, sie fährt auf ein Festival, wo Billie Eilish spielt. Cannot relate. Billie! Wir haben jetzt den Kühlschrank eingeräumt, Wasser weggeräumt, und es sieht so organisiert aus. Also jedenfalls das Gemüsefach ist so. Naja, der Rest. Yum. Ich habe mir jetzt dieses Ding nochmal aufgefüllt. Esse ein paar Blaubeeren. Okay, das waren schon mehr. Ich habe nur fast alle schon gegessen. Und gucke jetzt an meinem Laptop die Serie weiter und gucke währenddessen auf Pinterest. Go earn your $2. Bis jetzt habe ich nur die Serie geguckt. Und ich habe mir einen Salat gemacht, während ich an meinem Handy war und ich habe vergessen, den zu vloggen. But you're a tough guy, like you really are. In 5 Minuten fängt das Germany's Next Topmodel Finale an. Und ich überlege noch, ob ich das gucken soll oder nicht. Weil ich habe das jetzt so seit 6 Wochen oder so nicht mehr, oder 7 oder 8, nicht mehr geguckt. Okay, den ganzen Tag einen Zopf. Und jetzt werde ich voll die Zopfwelle haben. Oh Gott. Ja, also meine Haare sind immer noch schlimm, aber ich gucke jetzt GNTM. Und in den Werbepausen, weil die immer so lang ist, werde ich das Video schon schneiden. Also ich schneide gerade dieses Thrift With Me Video. Ja. Also wir haben ein Foto. Auf. Also es ist jetzt 11:40 und es ist jetzt vorbei. Simone hat gewonnen. Aber ich hoffe, ich werde jetzt ganz viele Videos posten, weil ich bin jetzt fertig. Ich muss zwar trotzdem noch super viel lernen. Keine Ahnung, voll viele Präsentationen halten. Sinusfunktionen in Mathe. Vokabeltest in Englisch. Das war's jetzt mit dem Video. Bye.